obwohl er nicht maßvoll Vertreter ist, ist auch sein Maß voll. Er kämpft weltweit, nicht nur in der Schweiz, mit unglaublicher Ausdauer. Ich würde behaupten, auch mit Härte, auf alle Fälle mit Integrität. Und ich glaube, man darf das behaupten, mit Brillanz für die Menschlichkeit. Er ist ein langjähriger und treuer Mitstreiter und der wohl bekannteste WHO-Experte im deutschsprachigen Raum. Begrüßen Sie bitte mit mir Dr. Nein, nicht Dr. Rechtsanwalt Philipp Kruse. Liebe Mitstreiter für die Freiheit, da hier auf dem Bundesplatz in Bern, Mitstreiter für die Souveränität und für die Selbstbestimmung für alle Menschen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da hergekommen seid und ich danke euch ganz herzlich maßvoll für die Veranstaltung und für die Einladung, da herzukommen. Maßvoll. Und Nicola, unter der Leitung von Nicola Rimoldi und von Dr. Markus Zollinger ist eine Bürgerrechtsbewegung von Jungen, die sich als einzige Gruppierung von der jüngeren Generation von der Schweiz konsequent für die Grundrechte einsetzt und konsequent für die Selbstbestimmung von uns Menschen und letztlich auch für die Souveränität für die Schweiz als Ganzes. Ganz herzlichen Dank für die großartige Arbeit und deshalb bin ich sehr gerne der Einladung gefolgt. Wenn wir über Freiheitsrecht, über Selbstbestimmung und über Souveränität sprechen, dann haben wir es nicht zu tun mit Kategorien hier links oder rechts, sondern mit den Grundvoraussetzungen für unsere Existenz schlechthin. Weil der Grundrechtsschutz und unsere Selbstbestimmung sind einfach die Grundvoraussetzungen für jede Demokratie, für unseren Sozialfrieden, für unseren Rechtsfrieden und am Ende auch für unsere Gesundheit. Wenn wir brauchen richtige Informationen, um richtige Entscheidungen können zu treffen. Und für diesen Wert stehe ich an als Rechtsanwalt und werde das auch weiterhin tun, bis all die Werte wiederhergestellt sind. Und selbstverständlich werde ich auch jede Einladung sehr gerne annehmen von einer linken Partei oder von einer kommunistischen Partei, wenn sie sich ehrlich um die Werte sorgen und die Frage von der Demokratie ehrlich behandeln. Warum sind wir heute da? Weil die Weltgesundheitsorganisation in rund 4 Wochen an ihrer Weltgesundheitsversammlung über den neuen Pandemievertrag und über die Anpassung von der internationalen Gesundheitsvorschriften wird abstimmen lassen. Sie treibt das Projekt mit aller Macht voran seit rund 2 Jahren. 2 Verträge, die oberflächlich betrachtet der Gesundheit sollen dienen und die bei genauerer Betrachtung aber nichts anderes bewirken als eine massive Machterweiterung, auch eine finanzielle Machterweiterung von der WHO und einen ungezügelten Ausbau von einer globalen Pandemie-Kartellwirtschaft. Und das Ganze ohne jede Rechtskontrolle. Und in der Folge werden die Selbstbestimmung der Menschen und die Souveränität der Mitgliedstaaten zwangsläufig eingeschränkt werden. Massiv. Und auch die Freiheitsrechte am Ende des Tages werden noch mehr bedroht, als sie bisher schon bedroht gewesen sind. Und ich habe das müssen über 20 Mal, 25 Mal bis vor Bundesgericht durchexerzieren, wie mir das Gericht gesagt hat, in Zeiten von Pandemien, wo natürlich von der WHO bestimmt werden, ist den entscheidenden Behörden ein erweiterter Ermessensspielraum zuzugestehen. Und solange sie den Empfehlungen der WHO Folge leisten, sind uns, den Gerichten, den Richtern die Hände gebunden. Das ist schon in der Vergangenheit so gewesen. Wir haben schon in der Vergangenheit de facto eine Rechtsverbindlichkeit gehabt von allen WHO-Empfehlungen. Und das soll verstärkt werden. Das soll verstärkt werden unter dem Titel Infodemics. Zu ganz gut Schweizerdeutsch
die WHO hat immer recht. Und so tritt die WHO auch ihren Kritikern gegenüber. Jegliche Kritik von Ärzten, Anwälten, Bürgerrechtlern an diesen Verträgen, die wird ganz pauschal mit dem Vorwurf gekontert, das ist Desinformation, wie gerade zuletzt in der NZZ Frau Ilona Kickbusch in einem Kommentar am 7. April 2024 geschrieben hat. Aber auch alle offiziellen Vertreter von der WHO werfen uns Desinformation vor. Ich möchte da ganz offiziell sagen, den Vorwurf der Desinformation gebe ich nach knapp vier Jahren Tätigkeit, hauptberuflicher Tätigkeit, ausschließlich im Zusammenhang mit Covid-19 und mit mRNA-basierten Impfungen vollumfänglich an den Absender zurück. Die WHO hat ohne wissenschaftliche Grundlage und ohne jede medizinische Notwendigkeit über 3 Jahre einen Zustand von Panik aufrechterhalten und damit die Entscheidungsgrundlage für die Menschen über alle entscheidungsrelevanten Faktoren manipuliert und gefälscht. Die Gefahr, die Entscheidungsgrundlage zur Frage der tatsächlichen Gefahr von Covid-19 und zur tatsächlichen Gefahr der mRNA-Injektionen. Nun, in Bezug auf all die rechtserheblichen Tatsachen hat die WHO Unwahrheiten verbreitet. Sie hat behauptet, Covid-19 sei die gefährlichste Erkrankung seit der spanischen Grippe. Das ist Panikmache. Sie hat behauptet, der PCR-Test sei das geeignete Mittel, um den Gesundheitszustand unserer Länder zu messen. Das ist Falschinformation. Die WHO hat behauptet, dass das einzige alternativlose und wirksame Mittel gegen Covid-19 eine mRNA-basierte sogenannte Impfung soll sein. Das ist massivste Desinformation. Und sie hat die natürliche Immunität von uns Menschen als valable Abwehr gegen Covid-19 sowie alternative Behandlungsmöglichkeiten kategorisch ausgeschlossen. Das, geschätzte und liebe Freiheitskämpfer, das ist und bleibt Desinformation. Und gestützt auf das absolute Mantra von der WHO, Infodemics, oder eben die WHO hat immer recht, soll jeder, der ihr in Zukunft widerspricht, soll weiter diffamiert werden oder je nach staatlicher, nationalstaatlicher Ausgestaltung der Rechtsordnung mit Bussen und weiteren kriminellen Sanktionen müssen rechnen. Das ist in diesen Verträgen angelegt. Und noch verstärkt soll es werden. Dabei weiß ja jedes Vernunft, jedes Kind weiß, dass selbst das vernunftbegabteste Wasser, selbst ein Kant oder ein Einstein, hätte niemals ihre Relativitätstheorie verfasst oder ihre Schriften zur Aufklärung, wenn man ihnen ausschließlich ein einziges Narrativ der Vernunft vorgekaut und vorgegeben hätte und wenn man ihnen verboten hätte, selber zu recherchieren. Bravo! Auf dieser Basis haben alle Staaten und auch da in der Schweiz unser Bundesrat mit massivster Unterstützung von allen Parlamentariern in einem Ausmaß in unsere Grundrechte eingegriffen und in einer Dauer und für so viele Menschen in der gesamten Schweiz, wie es das noch niemals in der Geschichte der Schweiz jemals gegeben hat. Und nur schon deshalb muss zwingend endlich die erforderliche Aufarbeitung erfolgen. Gemeinsam mit hervorragenden Juristen
Und mein geschätzter Anwaltskollege Dr. Markus Zollinger ist auch dabei gewesen. Haben wir das Juristenkomitee gegründet, Ende 2021. Und wir haben zahlreiche Rechtsanalysen mit ausführlicher Darlegung vom rechtserheblichen Sachverhalt allen Parlamentariern geschickt. Und ich weiss, dass nicht nur wir, den Parlamentarier, die erforderliche Informationsgrundlage geschickt haben, sondern Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Bürgern und sicher ganz ein Haufen von den Menschen, die hier auf dem Platz stehen. Und für das danke ich Ihnen ganz herzlich. Die schlimmste Massnahme aber, die die WHO zu verantworten hat, das ist die Zulassung von einer experimentellen, mRNA-basierten Substanz. Die Zulassung ist ausschließlich auf der Basis von Falschinformationen zustande gekommen. Weil sowohl die WHO als auch Swissmedic haben uns die toxischen Substanzen als alternativlos und als einziges Mittel vor Covid-19 verkauft. Und sie haben gewusst, dass keine lebensbedrohliche Situation für die Schweiz herrscht. Und sie haben vor allem gewusst, dass diese Substanzen niemals auf ihre Wirksamkeit, niemals auf ihre Sicherheit getestet worden sind. Und dass man nicht einmal voraussagen kann, wie viel von dem angeblich immunisierenden Spike-Protein im Körper von der Injizierten gebildet wird und wie lange in welcher Quantität und in welcher Qualität. Kurzum, es ist rein gar nichts bekannt von dieser experimentellen Substanz und wieder besseres Wissen hat man die Substanzen seitens WHO empfohlen und von der Swissmedic zugelassen. Da müssen wir doch uns zwingend fragen, was ist denn überhaupt nochmal der Zweck von dieser Weltgesundheitsorganisation? Sie hat ja eine eigene Verfassung. Und der Zweck von der WHO besteht darin, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Und die WHO sagt sogar selber, die Gesundheit sei ein Zustand des vollständigen körperlichen und geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Da frage ich mich, da müssen wir doch fragen, meine Güte, warum ist es denn verboten, Zweitmeinungen zu berücksichtigen, neue Erkenntnisse zu berücksichtigen, neue Statistiken zu berücksichtigen? Warum macht alles das die WHO nicht? Weil sie schlichtweg das Gegenteil leistet von ihrem Auftrag. Und genau die Weltgesundheitsorganisation will jetzt noch mehr Macht und noch mehr Finanzen. Da müssen wir uns dagegen stemmen mit allen Möglichkeiten. Weil wie kann man die Gesundheit der Menschen schützen, wenn man ihnen Angst macht, wenn man ihnen permanent Unwahrheit erzählt und wenn man ihnen ein Experiment mit Toxinen aufdrängt und sie niemals über die Risiken aufklärt? Das ist eines der schwersten Menschheitsverbrechen, wo jemals begangen worden ist, sowohl von der Weltgesundheitsorganisation und ihrer Offiziellen, als auch von Swissmedic und allen, die die Entscheidung nachher umgesetzt haben, die Zulassung durchzudrücken. Und das darf auf gar keinen Fall so weitergehen. Aus dem Grund haben viele Bürger sich gegen die Zulassung gewehrt. Ich bin nur einer von vielen gewesen, wo Ende 2021 sich eingesetzt hat, die Schädlichkeit, die Gefährlichkeit von dieser Substanz allen Bürgern bekannt zu machen. Mit Unterstützung von einem grossartigen Team und mit Unterstützung von pro bono arbeitenden, hervorragenden, international bekannten Wissenschaftlern habe ich für 6 Impfopfer zuerst im Juli 2022 und nachher in einer vollständig überarbeiteten Fassung am 7. Februar dieses Jahr eine Strafanzeige gegen Swissmedic eingereicht und im Detail nachgewiesen, dass alles, was ich jetzt da erzählt habe,
keine Verschwörungstheorien sind. Und dank dem hervorragenden Team und in dem Team hat der ehemalige stellvertretende Staatsanwalt Herr Dr. Jo Markus Zollringer eine entscheidende Rolle gespielt in Bezug auf Inhalt und Qualität. Mit ihrer Arbeit Ziel ist, die Menschen zu schützen, die Menschen mündig zu machen, der Öffentlichkeit alle Informationen vorzulegen, die ihnen vorenthalten worden sind, wo ganz viele Menschen, die dem Staat vertraut haben, vorenthalten worden sind. Und auf 20 Seiten zusammengefasst können Sie lesen, was wir auf 1200 Seiten und nach Auswertung von Tausenden von Gutachten und von Statistiken herausgefunden haben. Sie finden das auf www.corona-anzeige.ch. Es besteht ein Aufarbeitungsdruck von geradezu vulkanischer Größenordnung. Und das ist mir unverständlich, warum die Volksvertreter im Parlament noch keine ernsthafte Anstrengungen unternommen haben. Ein durchschnittliches Impfopfer, das sich bei mir gemeldet hat, muss 20 bis 40 Arzttermine wahrnehmen, bis es einmal auf einen Arzt trifft, wo sich vorstellen kann, dass der Schaden tatsächlich könnte von einer Impfung stammen. Und für alle meine Verfahren haben die Rechtsschutzversicherungen mir mitteilt, sie haben sich geeinigt, alle Rechtsschutzversicherungen in der Schweiz untereinander, sie decken keine Schadenersatzverfahren für Impfopfer finanzieren. Und ausser da im Kanton Bern, wo auf Löbech-Initiative von der EDU eine Entschädigungslösung diskutiert worden ist, hat es bis jetzt noch kein einziger Kanton und schon gar nicht das eidgenössische Parlament in Erwägung gezogen, denen Menschen, wo der Staat mit Tricks und falschen Versprechungen und mit ganz viel psychologischem Druck in die toxischen Substanzen hineingetrieben hat, denen Menschen heute zu helfen. Und die Rechtsverweigerung und die Diskussionsverweigerung muss es enden. Und ich schildere das Ganze nur deshalb, um die Ausgangslage klar zu machen, auf deren Basis die WHO ihren Einfluss und ihre Informationskontrolle und letztlich den Einfluss über alle unsere Staaten möchte ausbauen. Ihre Narrativ, die neuen Gebote der WHO würde ich wie folgt zusammenfassen. Das erste Gebot der WHO lautet: Wir, die Weltgesundheitsorganisation, haben immer Recht. Das zieht sich durch die zwei Pandemieverträge, falls das jemand möchte wissen, wo das steht. Aber es zieht sich auch durch die Homepage unter dem Titel Infodemics der WHO. Und man braucht ja nur die Zensurbemühungen der letzten Jahre im Internet von Facebook bis YouTube sich einmal anzuschauen. Das ist schon längstens Realität. Zweitens, wir, die WHO, bestimmen, wann ein Erreger für die Schweiz und für die Welt eine existenzielle Bedrohung darstellt und niemand sonst. Drittens, eines können wir jetzt schon für alle Zukunft festhalten. Eine natürliche Immunität wird niemals ausreichen, um die von uns festgestellten Pandemien sich dagegen wirksam zu schützen. Weil das einzige Mittel, wo die WHO kennt, um gegen alle Arten von Pandemien bis hin zum Klimawandel sich zu schützen, das soll die mRNA-basierte Impfung sein. Meine Güte, wie vertrottelt muss man sie, um das zu glauben? Und viertens, auch das ist keine Desinformation, das zieht sich durch die zwei neuen Verträge.
WHO möchte keine Rechtskontrolle. Sie möchte von niemandem überprüft und zur Rechenschaft gebeten werden. Wenn die WHO sagt, es ist die mRNA das einzige Mittel zur Abwendung dieser von der WHO behaupteten Bedrohung und das ist nur das toxische mRNA, dann ist das wie Gottes Wort zu betrachten. Es darf keine Überprüfung geben. Nicht nach einem Jahr, nicht nach 5 Jahren, nicht nach 100 Jahren. Und last but not least, gestützt auf die WHO-Verfassung und auf einen Vertrag, wo der Bundesrat mit der WHO geschlossen hat, beansprucht die WHO und all ihre Vertreter die vollumfänglichste Immunität, egal wie wissenschaftsfeindlich, rechtswidrig und wie menschenverachtend ihre Entscheidungen und Informationen ausgefallen sind. Das ist das Programm, das auf uns wartet. Das ist die Kurzzusammenfassung dieser 2 neuen pandemischen Verträge, über die aktuell verhandelt und bald abgestimmt werden soll. Und mit diesen zwei Verträgen, die müssen wir vom Tisch bringen. Es braucht deshalb mutige Bürger, wie die Anwesenden da auf dem Bundesplatz, wo anstatt sich in der Sonne irgendwo auszuruhen, da hingekommen sind. Grossartig, dass sie gekommen sind. Es braucht mutige Bewegungen, wie Massvoll, wie die freie KMU, wie die freie Linke, wie auch die unfreie Linke. Es braucht Pro Schweiz. Es braucht das Aktionsbündnis Urkantone Schweiz, das Aktionsbündnis Freie Schweiz. Es braucht die Verfassungsfreunde, es braucht alle Schweizer, wie Markus Zollinger so hervorragend in seiner exzellenten Rede gesagt hat, unsere Souveränität und unsere Freiheit von der Schweiz noch zu erhalten. Es braucht auf Deutsch gesagt jetzt alle Mann an Deck, die 2 Verträge zu verhindern. Wir dürfen es niemals zulassen, dass ein paar wenige Technokraten im Kampf unter allen möglichen Vorwänden unter dem Titel One Health, wir sind zum Klimawandel, uns einen Gesundheitsnotstand aufzwingen. Noch mehr Geldwand von uns und noch mehr Geldwand ausgesehen von uns, unser Steuergeld, das in die Tasche fliessen soll von Pharmaherstellern, uns selber zu schädigen. Ich sage nur eins, die Menschenwürde ist unantastbar, die Selbstbestimmung vom Menschen ist unantastbar, die Souveränität der Völker, alles das ist unantastbar und unverhandelbar. Und deshalb sagen wir ganz laut Nein zum Pandemievertrag und Nein zu der Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Und wir werden uns wieder sehen am 1. Juni im Kampf, am Nachmittag, in einer ganz grossen Kundgebung, wo wir unsere Antwort werden geben auf die Entscheidungen, die die WHO in der Vorwoche wird getroffen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke ganz herzlich Massvoll für die Organisation. Dank alle, die heute angekommen sind und bitte einen riesigen Applaus alle Helfer, die diese Demo heute möglich gemacht haben. Wir danken im Namen vom Initiativkomitee unserem Medienpartner Hoch 2. Sämtliche Redner von heute finden ihr gleich auf den Plattformen von Hoch 2. Wir danken unseren Gästen aus Ungarn, aus Österreich,
aus Bulgarien, die extra von heute in die Schweiz eingeflogen sind, um da gemeinsam für die Souveränität gegen die WHO einzutreten. Jetzt beendet, ohne Zwischenfälle von Störaktionen. Wir werden es sehen, morgen darf man lesen in der Zeitung, vielleicht schon heute, vielleicht 2 Dutzend Rechtsextreme hier auf dem Bundesplatz. Wir danken euch, dass ihr da gewesen. Am 24. Mai geht es weiter, hier in Bern, die nächste Kundgebung für die Souveränitätsinitiative. Und ich habe heute noch sagen lassen, Alexander Ehrlich, unserem Gast aus Österreich, dass das heute in den letzten 6 Monaten die grösste Freiheitsdemo auf Kontinentaleuropa gewesen. In dem Sinn, grosses Danke euch alle, kommt gut heim. Liberté!